Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen, / wahre Spiker Edition. Wir sind letztens fast beim Piratenlager angekommen, der eine Typ will uns nicht reinlassen. Und wir haben gerade hier ein paar Banditen getötet in der letzten Folge und müssen jetzt hier weiter gucken. Ich höre Beute. Alter, sind das viele. Und in der letzten Folge haben wir übrigens plus 1 Stärke bekommen für Äpfel essen. Wir haben jetzt keine Äpfel mehr und haben plus 1 Stärke bekommen. Und jetzt sind wir gerade dabei, so langsam Dunkelpilze zu vernichten. Fangheuschrecken. Nichts zu holen. Kopf der Fangheuschrecke. 50 Gold angeblich. Aber das müsst ihr mal durch 2 teilen, ungefähr. Dann wisst ihr, was für eine blöde Summe daraus kommt. Also da habt ihr hinterher fast nichts übrig. So. Dann haben wir hier soweit erstmal alles tot. Und jetzt können wir hier in den Turm hochgehen, um zu gucken, ob da oben noch was ist. Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass da was war. Ich glaube, mich irgendwie zu erinnern, dass da gar nichts war. Genau. Hier geht es nämlich steil bergab. Sei denn, oben auf den Turm, da gibt es was. Da müssen wir aber für gucken gehen. Nein, gibt es leider nichts. Man hat hier oben nur eine saugeile Aussicht. Und das war's dann auch schon. Doch, eine Truhe ist hier oben, Mensch. Wo kommt die denn plötzlich her? Oh, Elixier des Geistes. Ein Bonus für maximales Mana plus 5. Und alte Münzen, 7 Stück. Nice. Das ist cool. Ja, den Trank können wir auch gleich nehmen, weil, wie gesagt, wir werden da eh keine, plus 5 Mana. Wir werden da eh nichts lernen für Mana und von daher, jetzt haben wir schon 60 Mana, Wahnsinn. Das für Paladin, also Paladin, ja gut, die gehen schon auf Mana, aber nicht so doll. Okay. Super, super. Dann gehen wir mal hier rein, mal gucken, was wir hier drin finden. Eine Truhe auf jeden Fall. Mit einem Dolch und 2 Gold. Besser als nix. Und dann gehen wir auch hier mal hoch. Auch wenn das, glaube ich, nichts bringt, weil ich von oben eben gesehen habe, dass da wirklich nichts ist. Von daher gehen wir trotzdem aber nochmal gucken. So. Nee. Weil ich dachte eben, geh nochmal hoch, weil bei dem anderen hatte ich eben die Truhe auch auf den ersten Blick nicht gesehen. Vielleicht auf den zweiten Blick wäre ja da noch eine Truhe, aber in dem Fall leider nein. Gut, dann haben wir die Banditen ausgerottet. Das heißt, es wird ein bisschen preisgünstiger, dass wir ins Lager kommen. Das ist natürlich auch gut. Wir sparen natürlich so viel, wie wir können an Gold. Weil ich möchte das mit diesen Schwerterschmieden bei Bennett möchte ich nicht so oft machen. Das mache ich eigentlich nur ab und zu mal, aber so übertreiben will ich das nicht. Und ich will irgendwann auch was verkaufen und die Goldbeutel öffnen. Das will ich irgendwann mal machen, wenn uns wirklich das Gold fehlt. Und wie gesagt, daher will ich das nicht so oft machen vom Bennett. Und deswegen müssen wir auch momentan alles an Gold, was wir haben, sammeln. Ja, die waren geplündert, die Banditen. Wir können jetzt hier nur noch gucken, ob wir jetzt hier mittlerweile alle Kräuter eingesammelt haben. Aber wenn wir von hier oben kommen, wir sind rechts lang gegangen, haben da alle Kräuter gesammelt, können wir ja nur noch hier gucken. Und hier sehe ich noch ein paar Dunkelpilze. Sehr gut. Sogar super gut, weil wenn das wirklich gute Mana-Bonus gibt, ist das für einen Ritter oder für einen Paladin gar nicht mal so verkehrt. Ihr dürft übrigens nicht vergessen, wir sind Paladin, kein Ritter, auch wenn das eine Ritterrüstung ist. Es gibt 2 Unterschiede zwischen Paladin und Ritter. Die Paladine benutzen Magie, also heilige Magie dazu. Die können Magie wirken. Und die Ritter, das sind ganz einfach nur Offiziere, kann man nicht sagen. Das sind ganz einfach nur Kämpfer,
die im Namen Innos kämpfen. Aber die Paladine sind wirklich die, kämpfen können. Und auch Magie, ja, Lederbeutel, cool. Die aber auch Magie benutzen können. Und wir sind Paladin, wir sind keine Ritter, das darf man nicht verwechseln. Auch wenn ich da ab und zu mal gerne Ritter zu sage, aber das stimmt gar nicht. Denn wir sind ein Paladin. Und ein Paladin mit so viel Mana hatte ich bisher noch nicht, weil ich auf Mana nie gegangen bin. Und freut mich. Und wir können eigentlich noch mehr Mana gebrauchen, denn wir können uns ja dann mit den Runen später auch selber heilen. Das finde ich super. Brauchen wir nicht mal Heiltränke. Bräuchten wir höchstens noch Mana-Tränke. Das wäre echt cool. Quatsch. Was gucke ich denn hier unten? Ich wollte die Dunkelpilze essen. Damit wir hier Mana-Bonus kriegen irgendwann. Ah, plus 5 Mana. Cool. Also plus 5 war das mit 50 Stück. Gut. Dann können wir aber noch weiter essen. Wir haben ja noch welche. Und wir haben auch noch genug Leben. Das ist cool. Das freut mich echt. Ohne Scheiß. Können auch das Bild mal drehen, um zu sehen, was er, der sich da in die Fresse schiebt. Schon gewaltig. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe so große Pilze noch nirgends gesehen. Oder hier zum Beispiel so ein Buddlerpilz. Ist ja gigantische Ausmaßen, ey. So, voll geheilt sind wir. Gut, ich habe hier noch im Augenwinkel was gesehen, dass hier noch, irgendwo was rumliegt. Genau, Weidebeeren lagen hier noch rum. Das war's, glaube ich. Dann geben wir mal Henry Bescheid, dass wir hier was gemacht haben. Halt! Freund oder Feind? Ja, das fragst du mich nochmal. Freund. Das kann. Das haben wir doch schon mal gemacht. Wegen der Banditen im Turm. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Lass mich rein. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Ja. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. Ja, jetzt lass mich rein. 100 Goldstücke. 100? Oder du verschwindest wieder, ganz einfach. Geht das nicht noch billiger? Ach, scheiß drauf, hier hast es. Gut, hier hast du das Gold. Danke, willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Habt ihr den Piraten im Hintergrund gesehen? Total lustig. Na egal, wir sind also somit im Piratenlager angekommen. Wunderbar. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Und jetzt können wir uns hier ordentlich umgucken. Das wird auch wieder ein bisschen dauern mit jedem Quatschen. Einsammeln, was wir können. Ich habe was anderes gehört. Ja. Und solche Sachen halt, ne? Ich habe was anderes gehört. Sag mir nicht, du hast das. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in die Hütte rein dürfen. Ich speichere mal, dann probiere ich das mal. Bei mir erfährt keiner was. Weil, wenn wir da rein können, natürlich auch alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ist klar, ne? Wunderbar, aber ich sehe ja drinnen leider nichts. Deswegen mache ich hier meine Fackel an. Bier. Wacholder. Schöne Sache. Gut, noch braucht man nicht ins Bett gehen. Es dämmert zwar schon so langsam, aber um noch mit den Leuten hier zu quatschen, reicht es. Ich hätte das anders gemacht. Und da würde ich vorschlagen, fangen wir hier mit dem Typen an. Bones. Wie läuft's? Wie läuft's? Naja, ich komme klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Okay. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Okay. Wer kann mir hier was beibringen? Wer kann mir hier was beibringen? Henry und Morgan führen unsere Entertrupps an. Sie können dir beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zweihandwaffen ausgerüstet. Morgan mag mehr die schnelleren Einhandwaffen. Wer noch? Keine Ahnung, für was anderes habe ich mich nie interessiert.
Aber ich bin mir sicher, dass Alligator Jack oder Samuel dir bestimmt noch den ein oder anderen Trick zeigen können. Okay. Ja, danke erstmal. Das ist doch schon lange bekannt. Ein komischer Kauz, aber naja. So, wen haben wir denn hier sonst noch? Das ist doch schon lange bekannt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Garrett. Ist das wirklich Sieh wahr? An! Ein neues Gesicht! Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Okay. Ich kann dir fast alles besorgen. Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Na dann, wer ist Samuel? Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Das ist eine schlimme Sache. Okay. Wo bekommst du deine Ware her? Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Okay. Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Dein Captain Greg, wie ist der so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Okay. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand. Der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich habe mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Okay, was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Der wird ihnen allen ordentlich in den Arsch treten. Okay, gibt's was Neues? Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Okay, ja, dann zeig mal, was hast. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Ist der da nicht drauf gekommen? Ha? Rohstahl. Schwarzperle. Okay. 120 Stärke habe ich ja noch nicht. Aber könnte man hinter mal drauf zu sprechen kommen. Armbrust 100. Wie stark ist denn unsere? Die hat auch 100. Das ist die gleiche wahrscheinlich. Okay, dann brauchen wir das nicht. Ansonsten hat da auch nichts weiter, was wir gebrauchen können. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehe ich erstmal eine Runde schlafen hier. Glaubst du wirklich daran? Ja, glaube ich. Weiß man nicht, um was es geht, aber schlaf erstmal eine Runde. So, und so ist es schön hell. Gut, in der nächsten Folge werden wir diesen Piratenlager hier weiter kunden. Es gibt ja noch vieles zu tun. Und, ja. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Kapitän Gulliver.